Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Jo, heute Flugunterricht. Was meint ihr, wer Endlich. fällt zuerst vom Besen? Ich. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Eindeutig ich, Leute. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Wir hatten Sommerferien, habe ich gar nicht mitgekriegt. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich. Hoch. Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch. Danke. Los. Jetzt Sie. Hoch. Hoch. Hoch, du dämlicher Schulbesen. Hoch. 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 Siehste? Geht doch. Das eine Bein links und das andere rechts. Ach. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Echt? Frau mal Bibi Blocksberg. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Nicht wirklich gesagt, ob ich das wirklich mache. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Ich brauche einen eigenen Besen. Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem muss Stück ich mich erst mal zurückhaben. Gewöhnen. Ausgezeichnet! Wo war denn jetzt das Problem? Voll Gut easy. Gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Ach, jetzt doch? Ich dachte, wir wären dort für die Fortgeschrittenen. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Diese Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Ja, ich sag's dir. Fabelhaft! Das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Achso, war schon auf Speed, geht die schneller. Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Ja, hi, cool. Mal geklappt. Haha, gut gemacht. Hast du kurz Zeit? Hä, wofür? Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Ja. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Immer. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Gryffindor wie du an einem Flugabenteuer interessiert wäre? Immer. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Auf oder unauffällig? Die Übung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster.
Yay! Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Ah. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eule. Geil, ja. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Ja, echt. Muss ich sagen, gefällt mir. Das ist Kogawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Sieht aus, als hätte sie die Klasse schon entlassen. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Halten. Absteigen. Okay. Zack. Und wo waren Sie beide? Oh, hallo, Professor. Fliegen geübt. Nur noch etwas üben. Genau. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Welchen denn? Was denn? Wo denn? Hä? Ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil sie sich selbst und ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Lehrer. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Na klar, doch. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Das weiß ich, danke. Ich bin gar nicht eingebildet, nein. Aber jeder braucht eine Bildung. Die Sache mit Kogawa tut mir leid. Aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Auf jeden. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Ja, du machst dich locker. Ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Aha, er testet Hogsmeade. Ständig neue Modelle. Und da ich komme ich werde gerade. Im Himmel nach dir Ausschau halten. Ja, danke. Kann ich eigentlich jetzt nach Hogsmeade auch rüber joinen? Ich könnte nach verbotenem Wald, da könnte ich hin. Aber dann ist das immer noch, naja, ist egal, wir reisen einfach rüber. Ich sage ja immer... In der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist das gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Ja, verbotene Zauber.
Ich glaube, da sollte ich hingehen. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem vierten, siebten Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Das ist doch falsch. Ich will doch gar nicht dahin. Ich will doch rüber. Oh, laufen wir in eine falsche Richtung oder was? Ist nicht wahr. Ich will ja nur nach Hogsmeade. Hallo. Ich will mir einen Besen kaufen. Bin nämlich zum faul zum Laufen, dann kann ich mir einen Besen kaufen. Die sahen auch schon mal besser aus. Abkürzung. Nicht erschrecken. Danke. Achtung, ich will den Besen kaufen. Achtung, Achtung, Achtung. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Nein. Man kann nie wissen, wann die Gesellschaft in Aufruhr geht. So, wo sollte ich jetzt hin, hat der Junge gesagt da. Ollivanders bestimmt nicht. Das sind Zauberstäbe. Schnall, mein Bruder, Geschäfte, Tier. Wesenbedarf mit neuesten Tierwesen. Wollen wir auch nicht. Bekleidung. Was ist denn hier? Ach, das ist Ollivanders, Entschuldigung. Sportbedarf. Da wollen wir hin. Ich sage nur, dass ich die auch. Ah, hier ist er schon. Oh, hallo. Ein neues Gesicht. Wunderbar. Ich guck mich aber erst um. So, jetzt aber. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albi Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spintwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Nein. Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Nach Hausschuhen. Der perfekte Besen für alle mit feurigem Temperament. Ein Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Holz ein Haus im Hogwarts feiern kannst. Okay. Dann die hochwertige aus Esche gefertigte Besen steht für seine Stabilität. Dann haben wir noch ein Stil von Besen, der leicht zu handhaben ist. Ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigen Webmuster. Puh.
Besenforschung. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Mit einer Lampe dran. Nee, ich brauche keine Lampe. Hier, der ist komfortabel und schnell. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen Webmuster. Das hört sich doch erstmal ganz gut an. Und ich würde sagen, wir haben genug Geld, Sie den kaufen wir. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Danke fürs Vorbeischauen. Ich darf's danken. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Okay. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Klar. Interessant. Definitiv. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Das wäre lieb. Die Flüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Quidditch-Feld. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Machen wir. Und wie kann ich jetzt mit Besen fliegen? Ich will jetzt mit dem Besen fliegen. Warte mal, erstmal gucken wir hier, was wir was Neues gekriegt haben. Haben wir? Da haben wir was Neues. Und was haben wir da Neues? Gut. Ach so, und jetzt sollte ich ja noch gucken wegen dem Besen. Dem alten. So. Werkzeugrad öffnen, Werkzeug benutzen. Zauberter Kompass. Gedrückt halten für Auftragsinfo. L1, okay. Gibt es irgendwas mit Besen hier? Ja, ich habe mir natürlich schon Besen gekauft, aber ich wollte jetzt wissen, wie ich dann die Besen fliege. Hallo, wo ist mein Besen? Ah, ich Noob, ne? Inventar. Das ist bestimmt irgendwo im Inventar der Besen. Oder kriege ich den, habe ich den noch nicht, muss ich erst wahrscheinlich gegen diese Perle da antreten, wahrscheinlich, ne? Da ist auch mein Besen hier. Ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen Webmuster. Du kannst den Besen bei Springwitz Sportbedarf in Hogwarts verbessern. Ja, aber ich will den jetzt haben. Wie kann ich fliegen? Oh, da habe ich auch noch was. Was habe ich denn da? Machen wir doch. Glatt.
Ach, ich kann noch den Besen hier nicht nutzen wahrscheinlich, ja? Kann das sein? Ich muss wahrscheinlich hier erstmal aus der Stadt raus, ne? Und dann kann ich den Besen bestimmt erst nutzen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja, genau. Guck mal, du bist jetzt in einem Bereich, in dem Fliegen erlaubt ist. Drücke L1, also linke 1, und tippe dann das. Und dann geht's auch ab. Hoch, runter. Da kann ich nur gucken und hier vielleicht links, rechts mit, okay. Geht doch. Aber wir machen wir gleich, weil ich muss jetzt als erstes zu den dunklen Künsten. Ich wäre gern hier gewesen, als Hülle das Vorschulleiterin war. Die größte Kräuterkunderin aller Zeiten. Ich habe tausend Zauberkräuter und Hülle. Weil ich muss jetzt hier als erstes Aufträge und dann habe ich nämlich hier die Flugprüfung will ich noch nicht machen, auch nicht. Gekreuzten Stib. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Wir haben Nachrichten ja bekommen von ihm, da muss ich mal jetzt kurz gucken. Was war mit dunkler Künste? Irgendwas hatte ich doch da. Was? Bitte besuch mich in Zaubertränke. Wenn sie ein paar Münzen verdienen möchten. Ja, möchte ich gerne, aber erst möchte ich... Da, wenn du ein paar verbotene Zauberübungen üben willst, triff dich mit mir im Unterrichtsraum. Verteidigung gegen die dunklen Künste, da möchte ich hin. So, und da möchte ich jetzt hin. Gehen wir einfach über die Karte, dann dahin ist mir jetzt auch egal. So. Geheime dunkle Künste. Ist das ein geheimer Raum gewesen? Weiß es nicht mehr. Ne, das war das nicht. Gryffindor. Lehrertum? Ach, egal, gehen wir einfach dahin. Wir suchen weiter, wenn wir angekommen sind. Also hier war das nicht. Nochmal, dann haben wir hier auch nicht. Unterrichtsraum Wahrsager, Unterrichtszaubertränke. Trophäenraum, Turm, unsere Treppe. Hoppala. Das war zweimal gedrückt.
Wollen wir auch nicht. Unterrichtsraum Tierwesen. Da. Ich glaube, da sollte ich hin. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Gleichfalls. Verteidigung, ne, hier, triff mich vor dem Unterrichtsraum von Verteidigung gegen dunkle Künste. Das ist ja das, wo wir gerade sind, auf der Karte. Genau, da sind wir ja gerade. Also da soll er irgendwo rumschwirren jetzt, oder? Was ist denn das für ein Auftrag jetzt hier vor meiner Nase? Ah, das ist das. Triff Sebastian, ne? Dann nehmen wir den doch mal. Perfekt. Dann warten wir doch mal hier auf ihn. Hier drüben. Hier drüben. Und gab's schon Drops oder was? Ich meine, jetzt müsste, da ist ja jetzt auch schon länger als eine halbe Stunde, oder? Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ja. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Leute, natürlich. Ich muss mir gleich was durchs Trinken holen. Ich wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Ich folge. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Hier. Sehr gut verborgen. Mhm. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben ja, ich hol mir gleich was. Goldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich noch mal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber.
Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Mhm. Die Gorns sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Mach ich nicht. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, mhm. einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ja, das ist cool. Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Tja, was die denn nicht immer sagen, ne? So,